Herzlich willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Mein Name ist Monsieur Christian. Ich bin aus Österreich und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit der Legung. Und vorher mische ich einfach noch jetzt mal schnell die Karten durch. Sodala. Wir haben die Königin der Schwerter, die Neun der Schwerter und die Zwei der Kelche. Und was ich jetzt sehe, ist, dass du momentan von Ängsten geplagt bist. Von Ängsten, dass es mit der Liebe nicht so wird, wie du es gerne hättest. Dass es mit einer Person nicht mehr so wird, wie du es dir eigentlich mal vorgestellt hast und dass du dir einfach falsche Hoffnungen machst. Oder dass du einfach nicht diese richtige Person findest. Und hier bei der Neun der Schwerter, das bist du auf diesem Bett. Und diese Karte, die ist hier sehr, sehr wichtig. Und du siehst es ja, da sitzt wer, der sich die Hand vor Augen hält und ja, sich über etwas Sorgen macht, was gar nicht existiert. Der ist irgendwie in einer Traumwelt. Der ist nicht in der Realität, weil er denkt, dass diese Schwerter auf ihn gerichtet sind, dass die auf ihn zeigen. Und dass er ja einfach nicht mehr das Glück erfahren wird im Leben, was er sich sehnlichst wünscht. Aber du siehst, dass diese Schwerter in eine ganz andere Richtung zeigen und du siehst des Weiteren, dass dieses Bett, auf dem er sitzt, das ist kostbar. Das ist nicht irgendein ein billiges Metallbett aus irgendeiner Kaserne. Das ist auch kein einfaches Bett von irgendeinem Möbelhaus, was mit 20% im Angebot war, um 125,99 € zu Weihnachten. Nein, das ist ein handgeschnitztes Bett. Du siehst da diese Schnitzereien. Es ist handgeschnitzt. Und diese Decke ist auch was Besonderes. Die ist auch schön. Das ist eine schön gestickte Decke. Das ist nicht einfach irgendeine 0815 Decke. Das ist alles besonders. Und das steht einfach dafür, dass einfach das Leben besser ist, als diese Person denkt. Dass die Ängste, und bei dir würde ich sagen, ist es die Liebe, und du bist, also was ich generell bei dir sehe, ist, dass du oft im Leben Ängste und Unsicherheiten hattest, die eigentlich alles viel schlechter gemacht haben. Also es ist fast so, als würden Ängste manchmal generell erst Dinge heraufbeschwören, die sonst gar nicht da wären. Weil du musst ja wissen, dass die meisten Dinge, vor denen man Angst hat, nie eintreten, aber man macht sich so viele Gedanken. Und ich mache jetzt auch keinen Vorwurf. Jeder hatte mal diese Ängste, jeder hat irgendwie Ängste, Unsicherheiten, die hat jeder. Außer jemand ist jetzt vollkommen gefühlskalt, hat irgendeine, sagen wir jetzt ein Psychopath, der ist von Geburt an, ich glaube, sehr gefühlskalt, also der hat so gut wie keine Emotionen, der ist auch ganz berechnend und das ist jetzt auch nicht wirklich, also die Psychopathie etwas, was oft so viele falsch sagen, dass jemand durch das und das zum Psychopathen geworden ist. Das geht nämlich gar nicht, weil da ist im Gehirn physisch was anders als bei anderen Menschen und deswegen ist das von Geburt an. Ja? Und sonst hat einfach jeder normale Mensch Ängste. Und da ist es eben so bei dir, dass irgendwie, ich würde sagen, dein Umfeld war nicht immer das Beste oder ist es vielleicht immer noch nicht. Du siehst ja auch die Dunkelheit drumherum, aber du bist einfach sehr, sehr wertvoll und du hast doch wertvolle Dinge. Du hast doch gute Menschen und du machst dir Sorgen über die Zukunft, weil du einfach Unsicherheiten hast. Aber du musst dir denken, du selbst bist sehr, sehr wertvoll. Das heißt, wer dich nicht wertschätzen kann, ist es eigentlich gar nicht wert. Da musst du dir immer überlegen, ob du noch Zeit in diese Person investieren willst. Das heißt, du hast diesen hohen Wert, aber ich sehe, dass du eher
bescheiden und genügsam bist. Also du hast jetzt nicht so ein großes Ego, dass du sagst, ich habe das und das und das verdient und du bist. Und einfach, du bist jetzt nicht so, dass du ein großes Ego hast, aber manchmal musst du dich schon an dein eigenes gesundes Selbstbewusstsein oder dein eigenes gesundes Ego erinnern. Also generell jemand, ja, der sehr viel gibt. Generell in deinem Umfeld, ich sehe, dass da oft viele Nutznießer waren. Wir haben hier den Mond und ja, der Mond, da siehst du, gerade dieser Hummer, ach, das ist nicht gut. Also der hat keine guten Absichten. Ja? Dem seine Intentionen sind niederträchtig. Und du warst immer eher der Geber und ich sehe, dass du tendenziell jemand bist, der ausgenutzt wird. Gerade auch in der Liebe. Aber so würde ich auch sagen, und es geht jetzt nicht immer nur ums Geld, es geht auch so einfach um Persönliches. Es gibt ja viel mehr als Geld. Es denken immer nur ans Geld, aber die Energie oder einfach, wenn die Leute merken, dass du gut bist, dass du wertvoll bist und dass du jemand bist, der auch viel gibt, dann kommen sie zu dir und jammern dich immer voll mit ihren Sachen, aber würden dir jetzt nicht zuhören. Sie wollen immer mehr, 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 mehr. Also du kennst ja das, wenn du ihnen den kleinen Finger gibst, wollen sie die ganze Hand. Und das ist so wie bei Timon von Athen, von Shakespeare, eine Figur aus seinem Werk. Und das Werk hat auch Timon von Athen geheißen. Und Timon von Athen hat immer so viel gegeben. Er hat jedem was gegeben. Er hat jeden, ja, König der Kelche, er hat jedem was geschenkt. Also er war sehr, sehr wohlhabend in Griechenland, in Athen, wie schon der Name sagt. Und er war sehr reich und hat alles verschenkt an Edelleute, Diener, Schulden erlassen und geschenkt, 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 geschenkt. Und was ist dann passiert? Er hatte selbst nichts mehr. Er hat alles verloren. Und dann auf einmal waren diese ganzen falschen Freunde weg, die ganzen Nutznießer. Und die Leute, denen er geholfen hat, die haben sich nicht mehr für ihn interessiert. Das heißt, was bei dir generell wichtig ist, ist, dass du an deinem eigenen Ego arbeitest, dass du es mehr raushängen lässt und auch vor allem bei einer Person nicht der König der Kelche bist, bei einer Person, die dich ausgenutzt hat, die dir jetzt irgendwie so das Gefühl gibt, dass du Angst haben müsstest, dass du nicht mehr in der Gunst der Person stehst und alles hoffnungslos ist. Das heißt, du hast jetzt diese Gefühle, besondere Verbindung, auf jeden Fall, beidseitig hier, siehst du da. Aber ja, es gibt eben auch dunkle Wolken. Und diese dunklen Wolken sind durch seine niederträchtige Seite verursacht worden. Und seine niederträchtige Seite ist bei ihm das Ego. Das heißt, was du zu wenig Ego hast, hat er zu viel Ego. Und bitte natürlich, wieder wenn du ein Mann bist, einfach ummünzen. Ich mache es aus der Sicht einer Frau immer, weil es einfacher für mich ist, weil die meisten zu sehr Frauen sind. Deswegen ist das einfach so, wie es ist. Und ja, ich würde einfach sagen, du musst wirklich mehr auf dich achten. Und es gibt noch Hoffnung für euch, weil nur was er dir zeigt, was er dir sagt, du darfst den Worten keine Bedeutung beimessen. Das ist ein Fehler, den du machst und das ist ein Fehler, den so viele Leute machen. Sie glauben das, was ihnen die Person, die sie lieben, sagt. Auch wenn sie verletzt werden, betrogen, belogen, manipuliert, sie glauben es einfach. So würdest du aber auch nicht jedes Wort von irgendwem glauben. Also grundsätzlich tendieren ja die Menschen dazu zu glauben, vor allem bei wem, wo sie dieses, und das ist das gefährliche Gefühl, dieses unterbewusste Vertrauen, ich finde, das wird überbewertet. Das ist ein unterbewusstes Vertrauen, aber sobald du mit jemandem mehr Zeit verbringst, vertraust du dem unterbewusst irgendwann. Außer es gibt jetzt irgendwelche gravierenden Vorkommnisse. Aber das ist eigentlich nur natürlich und wenn sich dann auch noch Gefühle entwickeln, verliert man einfach diesen objektiven Blick. Und gerade in einem Fall, wo man eigentlich weiß, okay,
Die Person wird sich nie wirklich ändern und man muss mehr auf sich achten und diese Beziehung, dieses Verhältnis kann nur funktionieren, wenn ich klare Grenzen setze. Und das zählt natürlich auch bei Freunden, ja, bei Familie, aber gerade in der Liebe ist es halt wirklich sehr häufig. Dann möchte man selbst diese Grenzen nicht setzen, weil man sich ja dann auch verändern müsste. Das heißt, es verlangen immer alle vom Partner zum Beispiel, dass er sich verändert, weil er eben ein Ausnutzer ist. Aber es ist eben auch wichtig, selber Grenzen zu setzen. Das heißt, sich selbst auch zu verändern. Und man möchte aber immer, wenn der Partner dann einem wieder was vorlügt, was erzählt, um zu bekommen, was er zur persönlichen Bereicherung gern von dir haben möchte. Das kann körperliches sein, das kann Zeit verbringen sein, das kann sein, weil er dich vermisst und wieder Zeit mit dir verbringen will, bis das Vermissen wieder weg ist, dann wieder sich zurückzieht und das in einem hin und her. Also wie eine Dauerschleife, kann man sagen. Und sie glauben diesen Worten nicht, weil sie sie wirklich glauben, sondern weil sie sie glauben wollen. Und sich sagen, dass diesmal alles anders ist. Und ich sehe, dass da bei euch noch eine Chance besteht, aber nur wirklich, wenn du an dich denkst. Also ich würde gar nicht so den Fokus auf ihm haben, dass er ja jetzt gerade im Moment das nicht so ist, wie du willst und du kannst dir nicht vorstellen und du weißt nicht und dies und das und selbst wenn er sich meldet, willst du ihm keine Chance mehr geben, aber irgendwo tief im Inneren denkst du doch noch an ihn und hast einfach doch noch Gefühle, weil sonst würdest du gar nicht darüber nachdenken, dass du ihm keine Chance geben solltest, weil er gar nicht mehr präsent wäre bei dir. Und ja, und das kann funktionieren, aber wirklich auch liegt es an dir. Und es wird dir nur zugutekommen, wenn du anfängst, mehr auf dich zu achten. Das ist ganz, ganz wichtig bei dir. Und hör auf mit den ganzen Ängsten. Ja, was, wenn er sich nicht meldet? Was, wenn er sich meldet und es nicht ernst meint? Was, wenn dies? Was, wenn das? Ich wollte unbedingt, ich habe gehofft und habe Ängste. Ängste, vergiss sie. Hab keine Angst. Das ist sinnlos. Wie gesagt, die meisten Ängste treten nie ein. Und man wird irgendwie dahingehend erzogen, Ängste zu haben. Sei vorsichtig mit dem, du musst dies und das. Wenn du nicht diese Note schreibst, dann passiert das und das und das. Wenn du das nicht schaffst, wenn du diesen Abschluss nicht schaffst, dann wirst du keinen Uniplatz finden, du wirst keine Ausbildung haben und du wirst ungeliebter, was weiß ich, Hilfsarbeiter werden oder gar nichts, du wirst kein Geld haben und du wirst erbärmlich leben und in schlechte Kreise kommen. Und dann siehst du noch die ganzen Filme und Serien, wo man sieht, wie Leute nicht in die Schule gehen und die kommen dann irgendwie in irgendwelche Szenen, in die niemand kommen will. Und dadurch kommt schon die Angst. Dadurch kommt schon die Angst. Ich muss, weil sonst passiert das. Und das ist natürlich ein anderes Thema. Das ist natürlich etwas, was jetzt nicht mit der Liebe zu tun hat. Aber wer so erzogen wird, dass er auf was hinarbeitet, jahrelang, nicht um dorthin zu kommen, weil er es möchte, sondern weil ihm sonst das und das und das Schlechtes passiert. Weil er sonst gesellschaftlich verachteter Hatzer wird. Oder asozial wird. Und damit sage ich jetzt nicht, dass jetzt Arbeitslose asozial sind, das sage ich beim besten Willen nicht. Aber es wird so propagiert, das will ich damit sagen. Da siehst du dann die ganzen Dokus im Internet, wo sie irgendwelche schwerst übergewichtigen Alkoholiker zeigen, die gar nichts arbeiten wollen und da 5 Kinder schon haben, damit sie Kindergeld kassieren. Und da zeigen sie dir wirklich das 1%, wo die meisten gar nicht so sind, damit du Angst davor hast, auch so zu werden. Und darauf beruht dann alles. Und durch das kommen die Ängste auch in der Liebe. Wenn man nicht dieses eigene Selbstbewusstsein hat und wirklich dahinter ist,
was man möchte und auch, dass man seinen eigenen Wert kennt. Und dann gerät man so jemanden, der vielleicht ein bisschen anders denkt, der da mehr an sich denkt. Und man verliebt sich. Und ja, dann zieht sich die Person zurück und natürlich kommt dann die Angst. Und schauen wir uns mal an, was, wie es jetzt mit euch weitergehen wird und ob es da wirklich noch eine Chance geben wird und wie das dann aussehen wird. Ja, wir hatten eben hier die drei der Kelche, dann lege ich jetzt noch zwei Karten dazu. Eine davon ist die Königin der Kelche und die 10 der Stäbe. Das heißt, ich sehe, dass es also eine gute und eine schlechte Nachricht. Einerseits sehe ich, dass es nicht mehr so lange dauern wird, bis sich da was positiv verändert, bis sich da was tut. Aber es wird mit ihm auf jeden Fall nicht einfach sein. Es wird nicht einfach sein mit ihm, weil eben ihr beide euch einfach irgendwie verändern müsst. Und vor allem du musst einfach zeigen, dass es so nicht geht. Du musst einfach an dich denken. Und wenn du sagst, du kannst einfach nicht egoistischer werden und klare Grenzen setzen, dann hat es keine Chance. Dann gibt es keine, weil er wird sich auch nur ändern und er wird es nur akzeptieren, wenn er auch sieht, dass du jetzt deinen eigenen Wert kennst und dass du dir nicht mehr alles gefallen lässt. Und du musst diese Wunschvorstellung, du musst mit dieser aufhören, du musst diese Illusion zerplatzen lassen, dass er ganz von allein darauf kommt, was er an dir hat, ohne dass du auch wirklich zeigst, was du bist und was du wert bist. Du musst ihm das zeigen. Und das geht nicht nur, ich sage dir, du kannst mich so und so behandeln. Worte, Worte, Worte. Nein, du zeigst es ihm durch Verhalten, durch Taten. Und das ist der einzige Weg. Was glaubst du, tut jemandem mehr weh, der Gefühle für dich hat? Egal, ob er sie zeigt oder nicht, egal, ob er Ego ist, Kopfmensch. Ich kenne das alles. Wir kennen das alle. Das sind die ganzen Sachen, die wieder mit Ängsten zu tun haben. Er macht das nicht, weil er ist der und der. Er ist ganz besonders. Er ist Kopfmensch. Er macht das nicht. Was glaubst du, wird ihm mehr zeigen, dass du wertvoll bist und was tut ihm mehr weh? Wenn er dir eine Nachricht schreibt und du schreibst einfach gar nicht zurück, damit implizierst du das, dass du dem keine Bedeutung beimisst, weil wem schreibt man nicht zurück? Den Leuten, die dir Werbung schicken, irgendwelche Leute, die dich auf Social Media anschreiben, die dir was verkaufen wollen oder was anderes von dir wollen, Leute, die nerven. Oder wenn du so einen ellenlangen Text zurückschreibst, warum dies, warum das, das geht nicht, zeigt einfach nur, dass du dir die Zeit nimmst, einen Text zu schreiben. Und das ist einfach das, was dir eine zweite Chance ermöglicht, was eigentlich einfacher ist, als du denkst. Weil wenn du mehr auf dich schaust, kommt dir das nur selbst zugute. Und um die nächste Legung zu euch und zu dir nicht zu verpassen, vor allem zu dir natürlich, folge mir jetzt und aktiviere unter dem Video die Benachrichtigungsglocke.